Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 156 von Final Fantasy 14. Und ich gebe mal kurz den Quest hier ab. Oh, du bist es? Unterwegs in Sachen Kamille? Dann mach dich mal auf die Suche und pflück nichts Giftiges, ja? Habe ich doch schon lange. Ich habe doch schon gesammelt. Gute Arbeit, Gärtnerin. Ich habe sie gleich mal eingewässert. 15 Bund Kamille. Plus oder Sternchen oder wie auch immer. Hochwertige Bund Kamille. Die passen gar nicht in einen Topf. Das gibt hocharomatischen Kamillentee. Das sieht man schon an den frischen Blüten. Hoffentlich hast du auch ein paar für dich selbst gesammelt. Fast so schade, so etwas diesen uldischen Arroganzbolzen zu überlassen. So, dann wollen wir die Fracht mal für die lange Reise fertig machen und dann ab zum Luftschiff-Landeplatz. Ich frage mich wirklich, ob wir da nicht Kamillen vor die Uldana werfen. Wenn du verstehst, was ich meine. Hoffentlich wissen diese abgestumpften Snobs sie auch zu schätzen. Ich lege auf jeden Fall eine Notiz bei, wie man den Tee lagert und zubereitet. Sonst schmeckt er ihnen am Ende nicht und wir sind schuld daran. Tut mir leid, die Macht der Gewohnheit. Wahrscheinlich sind die Uldana ja gar nicht so übel. Aber weißt du, alte Vorurteile sind nicht so leicht abzulegen. Und wir bekommen jetzt hier eine Neulingssense. Eine richtig coole. Und ich kann mir jetzt was aussuchen. Neues Oberteil. Eine Hose. Was gibt mir denn am meisten? Ich glaube, die Fäustlinge. Fingerlinge. Oder das. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier. Weil wir das gleich mehr anlegen können. Der nächste Quest ist ab Stufe 30 vermutlich möglich, oder? Der Lauf der Natur, Stufe 30. Yep. Gut, dann ziehen wir das gleich mal an. Das war falsch. Wir müssen beim Charakter bleiben. Hier sind sie. Sehr gut. Passt dazu. Finde ich gut. Gefällt mir. Jetzt gehen wir natürlich erstmal in Richtung Luftschiff-Landeplatz. Weil wir werden schließlich jetzt mal mit den Quests weitermachen. Ich habe übrigens jetzt was entschieden, was vielleicht dem einen oder anderen nicht gefallen mag. Ich finde es aber gar nicht so schlimm. Und zwar werde ich nur bis A Realm Reborn zu Ende spielen, also bis zu den Quests. Und dann werde ich aufhören mit Final Fantasy 14, weil es einfach vom Prinzip her zu viele Folgen werden. Und es zieht sich einfach ewig lang. Und deswegen habe ich einfach mal entschieden, dass ich das nicht mehr weitermachen werde. Ich habe es... Deswegen habe ich auch meine Thumbnails geändert. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe die umgeändert, weil ursprünglich hatte ich ja Heavensward immer drin, weil ich sie ja bis Heavensward, also diese Hauptquest sozusagen durchspielen wollte, in Anführungszeichen. Das war sozusagen mein Ziel fürs Durchspielen, in Anführungszeichen. Aber ich habe da jetzt meine Meinung einfach geändert. Es verschafft mir eine innere Ruhe, sie zu betrachten. Es fühlt sich an, als hätte ich etwas gefunden, von dem ich gar nicht wusste, dass es mir fehlte. Natürlich tut es das. Immerhin hast du die Enterprise gebaut.
Der Rat der Saatseher hat unsere Bitte stattgegeben, die Enterprise bei Ihnen unterzubringen. Hier können wir sie in Ruhe reparieren. Natürlich können wir es uns nicht leisten, lange daran herumzuwerkeln, während Garuda noch immer eher Seher bedroht. Sid, als du die Enterprise gesteuert hast, hast du sicherlich gespürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Zweifelsohne ist dies das Schiff, nach dem wir gesucht haben, aber es scheint nicht besser als ein gewöhnliches Luftschiff zu sein. Du hast recht, sie fühlt sich wahrlich nicht wie die alte Enterprise an. Garudas Altar, das tosende Auge, ist von einer Wand aus stürmenden Winden geschützt. Mit der Enterprise in diesem Zustand können wir den Verteidigungsring nicht durchbrechen. Ich denke, mit den passenden Teilen könnte ich sie schon reparieren. Aber wenn der Sturm so wild ist, wie du es beschreibst, dann nützt uns das vielleicht auch nichts. Eine Barriere von wütenden Winden, unaufhörlich und unerbittlich. Wie können wir etwas so Starkes, etwas so Elementares überkommen? Elementar! Aber natürlich, das ist es! Einfach durch die Wand durchzubrechen, würden wir nicht schaffen, aber wir können uns die Kraft eines denaturierten Kristalls zunutze machen. Du meinst, wir könnten damit die elementaren Eigenschaften dieser Barriere ändern? Das klingt einfach genial! Wir reden hier von Manifestationen, von überladenem Äther, die überall in Eorzea auftreten, seit die Katastrophe die ätherischen Energien dieses Landes aus dem Gleichgewicht gebracht hat, sind diese orangefarbenen Kristalle vielerorts aufgetaucht. Was tragisch ist, da sie dafür bekannt sind, ätherische Energien zu verzehren, einschließlich die von lebenden Kreaturen. Wir aber könnten einen dieser denaturierten Kristalle nutzen, um den Windäther, aus dem Garudas Barriere besteht, in ein anderes Element zu verwandeln, eines, das sie nicht kontrollieren können. Der Elementarlehre zufolge lässt sich Wind in Feuer verwandeln, und über Feuer hat Garuda keine Macht. Sobald ich die Modifikationen vorgenommen habe, soll sie die Enterprise uns problemlos zur Windsbraut bringen können. Egal wie wild die Stürme auch wüten. Aber das nützt alles nichts, wenn wir nicht den nötigen Kristall beschaffen können. Hast du eine Idee, wo wir einen finden können? Nein, aber ich kenne jemanden, der uns weiterhelfen kann. Ein Gelehrter namens Lambertin, der im Camp Knochenbleich lebt. Während eines seiner Kirchgänge bemerkte er, dass ich ein ungewöhnlich gutes Verständnis für wissenschaftliche Konzepte habe. Er hat mir viel über seine Studien des Äthers erzählt und auch über das Wesen von denaturierten Kristallen. Alari, geh nach Tanalan und such diesen Gelehrten auf. Sid und ich werden uns in der Zwischenzeit um den Umbau der Enterprise kümmern. Immer habe ich die Arbeit. Okay. Camp Knochenbleich, ich komme. Beim Seenruhe. Camp Knochenbleich. So, wo müssen wir da jetzt hin? Lambertin. Wo bist du? Schneise durch den Sturm. Wieso ist es rot? Oh, ich bin eine Gärtnerin, deswegen. Hätte mir das halt mal jemand gesagt. Jetzt funktioniert's. Ich habe mich schon gewundert. Ba-ba-da-ba-da. Hallo, Lambertin. Hallo, ja, der bin ich. Natürlich kenne ich mich mit denaturierten Kristallen gut aus. Das ist mein Hauptforschungsgebiet. Willst du etwas darüber wissen? Klar.
Ah, wie schön, jemanden zu treffen, der sich für mein Forschungsgebiet interessiert. In diesem Teil Eorzeas gibt es nicht viele gebildete Leute und noch weniger, die sich mit denaturierten Kristallen auskennen. Genauer gesagt bin ich außer dir bisher nur einem begegnet. Das war ein gewisser Marquess in der St. Adamalander Mahnkirche. Ein komischer Kauz. Zunächst war er nicht sehr gesprächig, bis ich ein paar Worte über technische Belange fallen ließ. Da taute er plötzlich auf. Doch zurück zu deinem Problem. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann willst du einen denaturierten Kristall nicht nur im Feld untersuchen, sondern sammeln, ja? Lass dir gesagt sein, dass das nicht ganz einfach ist. Dafür brauchst du ein speziell präpariertes Gefäß, das die verzehrende Kraft des Kristalls im Zaum hält. Ich kann dir ein solches Gefäß herstellen, allerdings brauche ich dafür einen geeigneten Tontopf, den ich dann mit alchemistischen Tinkturen, die ich eigens entwickelt habe, versiegeln kann. Einen Tontopf bekommst du bestimmt auf dem Goldbazar. Sieh dich dort einfach mal um. Goldbazar, wo war der nochmal? Kommt mir so bekannt vor. Der Goldbazar. Dann laufen wir da mal kurz hoch. Sofern ich da wieder rauskomme, ja. So, ich laufe da jetzt mal hin. Wenn ich dort bin, werde ich euch Bescheid geben und wir sehen uns dann natürlich auch wieder. Bis gleich. So, und schon bin ich da. Und ich werde gleich mal mit diesem dickbäuchigen Händler reden. Tontöpfe! Beste Tontöpfe für jeden Mann und jede Frau! Hier, bitte sehr, einer für dich! Ich bin froh, wenn ich die Ausschlussware endlich los bin! Okay, habe ich dafür gar nichts zahlen müssen? Alles klar, dann werde ich da jetzt mal wieder runterreiten, ne? Und schon sind wir wieder da. Faszinierend, selbst bei den ungewöhnlich starken Ätherströmen in dieser Gegend hätte ich nicht mit solchen Kristallformationen... Oh, du bist zurück. Konntest du einen geeigneten Tontopf auftreiben? Klar. Na, da hast du dir ja ganz schön einen Schund andrehen lassen. Der zerbröselt ja fast von allein. Aber keine Sorge, für unsere Zwecke sollte er genügen. So, ich habe einen schrottfreien, schrottreifen Tontopf. So, ich habe den schrottreifen Tontopf, den du mir gebracht hast, mit einer speziell von mir entwickelten alchemistischen Substanz von innen verstärkt und abgedichtet. Jetzt hält er sogar den verzehrenden Kräften denaturierter Kristalle stand und schirmt die Energie ab, sodass sie nicht nach außen dringt. Hier, bitte sehr. Natürlich bist du der Äther... Energie ausgesetzt, sobald du dich einem Kristall näherst. Du musst ihn also möglichst schnell in den Topf bekommen. Mein Meisterschüler Hahasako wird dir erklären, wo du einen denaturierten Kristall finden kannst. Er betreibt gerade in Hohenbrück Forschungen zu diesem Thema. Bring ihm den Tontopf, dann wird er schon wissen, worum es geht. Okay, dann werden wir jetzt mal... So, und schon sind wir wieder da. Da ist Hahasako. Nein, zum Donnerwetter! Ich habe nicht vor, mich von der Brücke zu stürzen. Ich nehme hier wichtige Messungen vor, also stör mich bitte nicht. Oh, ein verstärkter Tontopf, wie ihn nur Professor Lambertin herzustellen vermag. Du hinterhältige Diebin, ich werde sofort die... Oh, er hat ihn extra für dich hergestellt? Sag das doch gleich. Dann hat er dich zu mir geschickt, damit ich dir erkläre, wie man denaturierten Christen... Wie man denaturierte Kristalle sammelt. Und das wiederum bedeutet, dass er mich für kompetent genug erachtet, dir dazu Auskünfte zu geben. Endlich wird mir die Wertschätzung zuteil dir... Ich weiß jetzt nicht mehr, was er da gesagt hat. Keine Ahnung. Oh, welch Won... Okay. Oh, welch wonnevoller Tag. Juhu! Heute werde ich Hahasako Lambertins größter Schüler dir erklären, wo du den gesuchten Kristall findest. Jaha! Das trifft sich ausgesprochen gut, denn ich stand kurz davor, selbst loszuziehen und nach solch einem seltenen Kristall zu suchen. Östlich von hier liegt der sogenannte Feuerwald, der durch die Umwälzungen der siebten Katastrophe entstand.
Das Epizentrum der Zerstörung befand sich nämlich ganz in der Nähe. Damals wurden zahlreiche Mineralien und Kristalle freigelegt. Auch viele denaturierte Kristalle. Allerdings brauchst du einen absolut reinen Kristall. Dafür wirst du bis ins Zentrum des Feuerballs vordringen müssen. Hier mit dem Brechschlägel kannst du den denaturierten Kristall freilegen, sobald du ihn gefunden hast. Ach ja, den verstärkten Tontopf musst du natürlich auch mitnehmen. Hier. Der steilste Weg führt dich übrigens durch die Höhle am Rotfall. Der Weg ins Herz des Feuerballs ist lang und gefährlich. Pass auf dich auf. Dann gehen wir mal in den Feuerwall. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, die Flauschis sind voll süß. Oh mein! Ich finde die so cool. Ich mag die echt gern. Wir sind Stufe... Nee, wir müssen 45 sein, oder? Hey, da ist ein Kristall. Hallo, du. Schwimmender Stern. So, wir sind jetzt im Feuerwall und ich werde mich durch diese Kristalle durchschlängeln und werde ins tiefe Innere gehen. Sieht echt cool aus, ich würde hier gern mal sein. Im echten Leben. Oh. Okay. Das war logisch. Thank you.
Wie komme ich da runter? Aha. Ich weiß jetzt auch nicht, warum die Gegner mich gar nicht angreifen. Aber ich habe natürlich damit kein Problem. Und schon sind wir da, wo wir hin müssen. Und natürlich greifen mich jetzt welche an. Und ich gehe drauf. Man merkt, ich sollte mehr Nebenquests machen. Beziehungsweise mehr Dungeons, damit ich vom Level her wieder aufsteige. Weil so habe ich dann sonst ein großes Problem jetzt dann. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gegner kommt, dann bin ich ziemlich... Ready. Jetzt können wir auch wieder zurück. Halt. Und wir werden uns teleportieren lassen, weil ich habe keine Lust, den ganzen Weg wieder zurückzulaufen. Halt, nein! Wo müssen wir denn dahin? Wir müssen gar nicht zum Camp Knochenbleich, oder? Ah, wir müssen wieder hoch. Okay, ich muss nochmal hochlaufen, weil ich muss den einen Quest noch abgeben, sonst hängt der wieder in meinem Inventar fest. Ja, ich laufe jetzt da mal zurück. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es denn soll... So, ich weiß nicht, was heute los ist. Ich habe voll den Sprachfehler. Wenn es so sein sollte, würde ich mich über einen Like oder einen Kommentar freuen. Bis zum nächsten Part. Macht's gut und tschüssi!